Hermann, sag mal, was spannt denn dein Trikot schon wieder so? Du nimmst zum Erdbeerpflücken auch immer eine Dose Sprühsahne mit, ne? Ja, momentan ist ja Flohmarkt in der Bundesliga, ne? Die Bundesligisten lassen durch den Kader mal so ein bisschen frischen Wind wehen, ne? Oder anders, das Transferfenster ist eröffnet. So ein Durchzug, den könntest du hier bei uns im Verein überhaupt nicht machen, ne? Würde hier der RTL2-Trödeltrupp anrücken, ne? Die würden abbrechen ohne Hausflohmarkt. Mich hat auch letztens einer gefragt, ne Uwe, wie läuft's denn so auf dem Transfermarkt? Ich so, keine Ahnung, Transfermarkt ist mir zu teuer, ich gehe weiterhin zu Penny. So Männer, bei uns im Mittelfeld spielt dort auch ein internationaler Topstar, ne? Der heißt Larifari! Ja, letztes Jahr wollten wir unser Hermann! Hier unseren Hermann loswerden, habe ich mir eine ganz besondere Aktion überlegt. Habe ich so eine kleine Hermann-Figur getöpfert, bin da auf dem Flohmarkt mit. 50 Cent. Kam einer, boah, das ist aber günstig. Ich habe einen Karton hinten noch im Auto, so 100 Stück, 25 Euro. Er so, ich so, eine ganze Palette habe ich auch noch im Auto hier, 1000 Stück für 200 Euro. Und er so, sag mal, ist ein Kiosk? Ich so, nee, eine Schießbude. Ne, Andi, so blind wie du spielst, du gehst auch in den Zoo und machst vom Pandas Farbfotos. Ja, und bei den Bayern heißt es ab jetzt Spaß in eine Manege. Wobei, Problem ist ja Lewandowski Barcelona. Das läuft auch unter dem Motto, ein Angebot darf keine Beleidigung sein. Wobei, wenn so ein Hundebesitzer seinen Köter nach draußen schicken will, im strömenden Regen, da sagt der Köter doch auch zum Besitzer, vielen Dank fürs Angebot, aber ich kack lieber zu Hause. Wobei jetzt die Frage ist, hast du Bock, ne? Anfang Juli beim Trainingsauftakt an der Säbener Straße dabei zu sein als Lewandowski und dir hinterher in der Kabine noch aus dem Vertrag vorlesen zu lassen vom Brazzo. Denk dran, du hast hier ein... 32 Millionen Euro hat Barcelona, jetzt haben sie erhöht auf 35 Millionen Euro. Die Bayern werden aber erst weich bei 50 Millionen Euro. Was sind das eigentlich mittlerweile für Zahlen? Wobei, ich bin ja auch Millionär, ne? Die Nullen habe ich schon hier, ne? Fehlen nur noch die Eins. Patrick! Wie letztens unter der Dusche, ne? Da hast du gesungen, um uns zu motivieren. Aber deine Stimme ist noch viel schlimmer als unsere Probleme! Ja, und der Götze hat jetzt bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. Erstes Interview, ja, hauptsächlich wollte ich wieder eine Bundesliga. Dann geht er nach Leverkusen, ey. Und auch so. Da hieß es erst in den Schlagzeilen, Super Mario wechselt nach Frankfurt. Und ich habe gedacht, was wollen die mit dem Basler? Ne, Stefan, du hast ja letztens auch einen Kopf gestoßen und 2 Euro gefunden. Da hast du auch gedacht, du wärst Super Mario. Ja, in Frankfurt ist jetzt neuerdings auch Fashion Week, ne? Vielleicht ist der Götz auch deshalb dahin gewechselt, weil seine Olle ist ja hier Model und Influencerin. Im Eintracht-Fanshop gibt es demnächst so einen Louis Vuitton-Fanschal. Wobei, der Götze hat ja überragende Werte mit 30 noch, ne? Über 7 Millionen Fans bei Instagram. Der Hummels hat zum Beispiel nur 4. Und ich? Männer, fürs nächste Spiel hol ich mir 3 Beamte. Dann können wir hier jedenfalls ordentlich das Ergebnis verwalten. Ne, Andi, du bist am Ball auch wie so ein Influencer. Du kannst auch überhaupt gar nichts. Ja, und der Sohn vom Götze heißt ja Rome, weil er in Rom gezeugt wurde. Auf dem nächsten Eintracht-Familienfest, wenn der Götze dann brüllt. Hier, kommt mal runter von der Hüpfburg, der Papa hat Pommes geholt, bevor sie kalt werden. Küchentisch und Rücksitzbank. Ja, dann weißt du Bescheid. Hm? Kevin! Boah, der ist so hohl, der hinterste Tisch auf dem Flohmarkt ist für den der letzte Stand der Dinge. Ich versuch's mal am einen, mal sehen. Bayern und Lewandowski, das läuft Moment. Was mach ich denn jetzt nochmal? Ich mach alles nochmal. Gott. Nochmal. Wobei, das mit dem Lewandowski, das, ja, genau. Aber hier, Barcelona und Lewandowski, das läuft momentan auch unter dem Motto, ey, sag mal, hier seine Olle ist doch Moll, Moll. Hier, kommt mal bitte runter von der, nochmal. Was ist denn hier schon wieder los? Brunstrufe. Hier, kommt mal bitte runter von der Hüpfburg, der Papi hat Pommes geholt. Scheiße, nochmal.